Herzlich willkommen, ihr seht Rubitos Blog und ich möchte euch heute mal zeigen, wie einfach es ist, mit der Cafissimo Kompakt einen Kaffee zu brühen. Man nimmt einfach die gewünschte Kapsel, ich nehme jetzt hier die Kaffeecreme mild. Ich fange jetzt also mit mild an, nehme den Filterkaffee, den Espresso. Ich darf sie natürlich so nicht, lege sie natürlich hier oben rein, mache dann den Deckel hoch, schub sie dann mach zu. Drücke einfach nach dem Einschalten auf Crema und schon beginnt der Brühvorgang. Die Cafissimo Kompakt ist der Vorgänger der aktuellen Cafissimo Tutto Café und wird jetzt nur noch als Restposten angeboten. Da sind jetzt nur noch die restlichen Exemplare, die noch vorhanden sind, zum Verkaufen. So, der Kaffeecremer wäre fertig. Um die Kapsel auszuwerfen, nimmt man einfach den Hebel hoch. Da musste ich jetzt einmal kurz nachhelfen, das ist aber nicht der Regelfall. Wir machen weiter mit dem... So sieht er aus. Wir machen weiter mit dem Filterkaffee. Tasse stellen wir wieder drunter. Drücken den nämlich wieder runter, drücken dann auf Blau. Dass das Filterkaffee ist, sieht man, denn der Brühvorgang dauert ein bisschen länger, denn es wird mit einem anderen Druck gearbeitet. Und der Kaffee kommt komplett schwarz raus und fast ohne Crema. Wer sich jetzt noch für ein günstiges Modell abschnappen will, vorher 89 Euro und jetzt kriegt man die überall für 49 Euro. So, das wäre die Menge für einen Filterkaffee. Ist ein bisschen weniger als beim Crema, auch stärker. So, wir möchten jetzt auch einen Espresso brühen, das heißt, wir drehen das Gitter einmal kurz um, dass man ein höheres Podest hat, stellen eine Espresso-Taste drunter und nehmen den Espresso Kenya Harambi als Grand Class Edition, werfen die Kapsel ein und drücken dann auf die weiße Taste für Espresso. So. Mit den zweimal Piepen ist der Brühvorgang des Espressos auch fertig. Das ist die Menge. So einfach kann man in wenigen Minuten Kaffee mit einer Cafissimo brühen. Es ist nicht schwer, es kann jeder. Für 49 Euro gibt es die Maschine noch bei Chivo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, wenn nein, Daumen runter. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Rubito ist back. Ciao.